Jedes Jahr im Herbst steigt die Zahl der Wildunfälle sprunghaft an. Wie muss man sich da nochmal am Steuer verhalten, wenn plötzlich Wild auf der Straße auftaucht? Und was haben Sie da schon mal erlebt? Stimmen aus Erfurt. In Frankreich ist mal auf der Autobahn ein Reh reingelaufen. Ich konnte dann aber nicht halten, weil das war dichtester Verkehr. Also es war gar nichts. Ist nichts passiert, außer dem Reh. Das war wahrscheinlich nicht mehr so lebendig. Also hätte ich es gesehen, hätte ich es wahrscheinlich vermeiden können, aber reingelaufen, Schwein tot, Auto kaputt. Und dann eben diese Prozedur, Polizei abwarten auf Förster etc. Und ich hatte noch vom Fahrlehrer das im Ohr, Lenkrad festhalten, geradeaus, nicht ausweichen. Und es hat einen furchtbaren Schlag getan. Was mich am meisten ärgert, die Leute werden auch noch entschädigt, aber wer entschädigt die armen Tiere? Also wenn ein Hirsch aus dem Graben kommt oder so, dann kann man halt nur hoffen, dass nichts passiert. Nicht? Aber so ein Hase oder ein Kaninchen, das ist dann für sie kein Problem gewesen. Na, dann muss man es melden, das darf man nicht mitnehmen. Die Polizei informieren oder ein Revierförster, damit das Wild entsorgt wird. Hier sind Sie richtig, hier ist die Drehscheibe, schön, dass Sie dabei sind. Also ja, irgendwie hat es jeder schon mal gehört, jeder Autofahrer. Und in der Theorie, da klingt es ja auch einfach. Aber wenn dann plötzlich wirklich mal ein Reh oder ein Wildschwein vor dem Auto auftaucht, ja dann reagieren viele Fahrer oft überhastet. Und so kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Und die können immer wieder auch tödlich enden, wie jetzt bei Wesel in Niedersachsen. Ausgebrannt ihr Auto, ein 21-Jähriger tot. Tragisch endet eine Fahrt von drei jungen Männern in der Lüneburger Heide. Ihr Fahrzeug prallt in einem Waldstück gegen einen Baum. Offenbar, weil ein Tier plötzlich auf der Fahrbahn stand. Der PKW ist frontal gegen einen Baum geprallt, dann in Flammen aufgegangen. Eine Person ist im Fahrzeug verstorben. Zwei weitere konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Wenige Meter weiter findet die Polizei ein Wildschwein. Das Fahrzeug ist wohl dagegen geknallt, dann links von der Fahrbahn abgekommen. Das Schwein verendet bei dem Aufprall. Mitten in der Nacht in einer wenig befahrenen Gegend hatten die jungen Männer wohl keine Chance, dem Wildschwein auszuweichen. Wildunfälle, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit häufen sie sich. Es wird früher dunkel, häufig verschlechtert Nebel die Sicht. Deshalb raten Verkehrsexperten zu erhöhter Aufmerksamkeit. Schilder warnen häufig vor möglichem Wildwechsel. Auch die Geschwindigkeit sollte angepasst werden. 70 km/h ist manchmal schon zu schnell. Und da ist unser Appell ganz deutlich nochmal an die Autofahrer. Beobachten Sie die Seitenränder, achten Sie darauf, was sich in dem Straßenraum, im Nahbereich der Straße tut. Und so wie Sie Wild erkennen, Fuß vom Gas, bremsen und das Lenkrad festhalten und möglichst noch anhalten. Der ADAC demonstriert anhand eines Crashtests mit Wildschweinattrappen, was alles passieren kann. Im ersten Fall weicht der Fahrer aus, gerät ins Schleudern, würde so in den Gegenverkehr rasen. Im zweiten Fall bleibt der Fahrer stur auf seiner Fahrbahn. Die Folge, das Auto wird beim Aufprall mit der 200 Kilogramm schweren Attrappe schwer beschädigt. Doch der Fahrer würde glimpflich davonkommen. Daher raten alle Experten den Autofahrern. Man muss klar die Empfehlung geben, lieber voll abzubremsen und lieber einen Zusammenstoß mit dem Wildtier riskieren, als in den Gegenverkehr zu kommen. Die Folgen des Unfalls mit dem Gegenverkehr sind wesentlich schwerwiegender als der Anprall mit den Tieren. Das Tier nach einem Unfall mitnehmen ist verboten. Auf jeden Fall sollte die Polizei informiert werden. Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt Wildschäden nicht ab. Nur die Kaskoversicherung zahlt, allerdings mit Einschränkungen. Sicher, ausweichen ist oft ein Reflex. Doch Autofahrer sollten darauf gefasst sein, dass Tiere plötzlich auf der Straße stehen. So wie das Wildschwein in der Lüneburger Heide vergangene Nacht. Der Zusammenprall kostete einen jungen Mann das Leben, die zwei anderen wurden schwer verletzt.